Willkommen bei Assassin's Creed. Ihr werdet im Ladebildschirm begrüßt, weil es gibt Neuigkeiten. Ich habe mir im Zuge dieser Black Friday, wie heißt es? Black Friday Week oder so, halt da, wo man immer alles billiger kriegt, neue, ja, Sachen gekauft. Ich habe mir den Season Pass gekauft und habe jetzt alle Zusatzinhalte von Assassin's Creed für 15 Euro. Nächstes Mal, hätte ich das mal direkt, diese Gold Edition, gekauft. Aber am Anfang wusste ich nicht, wie mir das Spiel gefällt. Es gefällt mir richtig gut. Also habe ich das jetzt. Jetzt bin ich hier irgendwie gelandet. Gucken wir doch mal. Bayek, mir fehlen die Worte, um meine Sorgen auszudrücken. Der Sanai rebelliert gegen die Römer. Zwei Verborgene gerieten in ein Massaker und wurden getötet. Und ich allein bin verantwortlich. Ich, die sie ausgebildet hat. Ich habe Schwierigkeiten, die Verborgenen zusammenzuhalten und habe mich mit dem Rebellenanführer Gamilad verbündet. Ich brauche deinen weisen Rat, lieber Freund. Ich habe Vorbereitungen getroffen, um dich über das Rote Meer überzusetzen. Bitte komm, Tahira. Alles klar. Genau, ich bin eigentlich hier in der Quest und erkunde jetzt das Versteck. Da bin ich ja letztes Mal jedes Mal gestorben. Aber wir gehen jetzt mal auf die Map und... Oh mein Gott. Genau. Also, Ägypten war ja eigentlich unser Ding. Wir haben jetzt Sinai und Tal der Könige haben wir jetzt neu. Gehen wir jetzt natürlich noch nicht hin, weil das sind halt... Ne, danach gehen wir nach Sinai, Stufe 40 bis 45. Und dann 45 bis 55. Na, ich bin froh, dass ich das jetzt geholt habe, aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Na, mit meinem Kanal viel Abwechslung, aber ganz ehrlich, bis wir zu Odyssey kommen, kann es hier noch ewig dauern. Oh, jetzt habe ich gerade wieder Skyrim gespielt und jetzt ist wieder hier die Steuerung. Es ist mir wieder viel zu schnell und... Oh, sorry, ich muss schneiden bei Minute 2. Ich habe die Windows-Taste gedrückt. Oh mein Gott, wie konnte ich nur? Deine Zeit ist gekommen. Ja, weil das Schild hier so bescheuert ist. Ey! Und töten, töten, töten. Bam, 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 bam. Ja, ich sollte nicht so viele Spiele durcheinander spielen. Keine Ahnung, wie macht ihr das? Spielt ihr immer nur ein Spiel? Die ganze Zeit? Ich kann mich ja nie entscheiden. Eigentlich wollte ich jetzt auch noch Lara Croft weiterspielen. Und irgendwie will ich mir das halt auch mal alles aufsparen. Und deswegen spiele ich von jedem immer nur so ein bisschen. Aber wisst ihr was? Egal wie man es macht. Hauptsache man hat Spaß. Und den habe ich. Und ich habe auch einfach Spaß dabei, das aufzunehmen. Weiß auch nicht warum. Dann ist das irgendwie nicht so einsam. Dann ist man irgendwie so mit mehreren zusammen. Das gefällt mir auch. Ist gar nicht wichtig, wie viele Leute es gucken. Hauptsache ein paar Leute haben Spaß. Das freut mich dann auch. Und ja... Wir waren, hatten Anta eigentlich schon gerettet. Problem war dann allerdings, dass, wir nicht rauskamen. Da ist was im Busch. Ich bin mir sicher. Genau, hier lang müssen wir gehen. Ich glaube nicht, dass die Luft rein ist. Ja, die sind mir auf der Spur. Aber hier vorne ist der Käfig, glaube ich, von dem, den die da festhalten. Dann stirb! Cool. Irgendwie hier in dem Spiel mag ich auch Bogen. Und ich habe einen Fähigkeitspunkt. Aber ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Komm, wir springen jetzt einfach runter. Okay, cool. Wir sterben nicht. Wir können also jetzt hier runter. Und bam. Oh, fuck, 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 fuck. Attentat, Attentat. Oh. Yo, was sind denn Missionsziele vor Ort? Ach, diese antike Steintafel. Hier irgendwo war aber dieser Käfig. Ja,
Hier an dem Wasser war das auf keinen Fall, das weiß ich noch. Hier erstmal Bogen. Meine Munition ist doch nicht voll. Ich habe doch eindeutig Pfeile verschossen. Ach so, übrigens, ich habe jetzt ein neues Schwert, weil ich diese Zusatzinhalte gekauft habe. Vox Polly und Schicksalskillinge. Nehme ich die doch mal hier. Yep. Und dann nehme ich die. Da habe ich nämlich die beiden besten Schwerter, die ich habe jetzt da drin. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht hier weiter müssen. Ist hier vielleicht der... Anta? Ja, ach ja, das ist ein Hund, dieser Anta. Anta. Natürlich. So, und ich finde, jetzt sollte er speichern eigentlich. Du bist Anta, ihre Beschützerin. Du kennst den Weg zurück. Oh, der Hund ist so auffällig. Jetzt muss ich da gegen den Typen da hinten kämpfen. 100 pro, weil der so schnell ist. Egal, dann laufe ich jetzt halt langsam. Hey! Och, Hund, bist du mit mir doch so also, Weg? Du bist auch eine Beschützerin. Hey! Bist du irgendwas? Gut, habe ich geschafft. Und weiter geht's. Oh nein, jetzt kommt der Nächste. Aber ich bin ja wieder neu. Du siehst sie früh genug. Oh. Oh, oh, oh. Okay, einfach da vorbeischleichen, ohne dass die mich sehen. Nee, die sehen mich nicht. Was? Bin gleich hinter dir, Anta. Ey, da hätte ich doch noch Attentat machen können. Ich dachte immer, wenn die einen sehen, geht das nicht mehr. Ich reiß dich in Stücke! Hey, was? Na, wie renne ich denn hier? Keine Ahnung, wenn er keinen Pfeiler hat, muss er mich erstmal finden. So, wir rennen jetzt einfach. Anders als in Skyrim kann man hier nicht rennen. Dafür kann man überall hochklettern. Auch mit derselben Taste. So, das müssten wir doch jetzt bald geschafft haben. Ich habe den Ort zwar noch nicht abgeschlossen, ist mir jetzt aber auch erstmal egal. Ich sagte doch, bleibt außer Sicht. Ich weiß, aber es war unsere Schuld und wir dachten, du brauchst vielleicht Hilfe. Der Reiter ist viel, viel größer als du. Der Reiter? Du hast ihn nicht gesehen? Er ist der gemeinste von allen. Groß und stark und er hat Anta gefangen. Hm, vielleicht hat er Cortesius Notizen. Sicher nutzt er sie, um Schätze zu suchen. Ich sah ihn in den Ruinen bei der Cheops-Pyramide. Ich kümmere mich um diesen Reiter. Ihr solltet gehen. Los! Ich werde mich bei den Pyramiden umsehen. Vielleicht finde ich endlich diese Notizen. Warte ich auf den Reiter, bis er nachts zu seiner Höhle kommt? Oder suche ich... ich ihn, während er Giese terrorisiert. Habt ihr Bock auf... ach, da kann ich nicht schnell rein. Habt ihr Lust auf Pyramiden surfen? Oh, ich will mal echt surfen. Aber nur Windsurfen, das andere ist mir zu kompliziert. Also Windsurfen kannst du halt immer machen, das andere dann baust du Wellen. Und wee! Surf, 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 surf. Jetzt müsst ihr euch so eine Beach Boys Musik mit Surfen einblenden. Warum ist das so weit weg? Ich dachte, das ist hier in der Nähe. Falsche Pyramide. Wäre ich mal lieber da geblieben. Egal. Wir wollten das machen, weil es cool ist. Weep, weep. Hüpfi, hüpfi, hüpfi. Pyramide herunter. Oh, Mini-Palme. Hallo? Da hatte ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Oh, alle auf einmal getroffen. Oh.
und Turbo aktivieren. Bam, 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 bam. Oh, vielleicht können wir ja dann wieder was herstellen. Ist das irgendwie noch weiter weg? Also, die bewegen sich doch, oder? Dann müssen wir noch mal reiten. Antas Entführer sollte sich bei der Kirschpyramide herumtreiben. Aber war ich nicht gerade bei den Pyramiden? Egal. Wir schaffen das schon. Zwischendurch mal ganz kurz Fähigkeiten. Ich habe einen Punkt nur. Was brauche ich? Hilfsmittelkill? Das mache ich eh nicht. Schlaffall habe ich auch keinen Bock drauf. Nebelwandschaden benutze ich auch nicht. Pyromanum? Hm, vielleicht. Aber eigentlich wollte ich ja hier was machen mit den Bögen. Verbesserter Kriegsbogen. Ja, ich brauche das. Ich brauche auf jeden Fall zwei Fähigkeitspunkte, sonst komme ich nicht weiter. Gut, haben wir das abgecheckt und weiter geht's. Oh, bitte spring, 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 spring. Oh, mein Pferd ist fast tot, ne? Das finde ich halt doof, man kann nicht springen. Dann dachte ich so, die springen vielleicht selber. Und irgendwie diese Sternenhimmel-Quest habe ich immer noch nicht geschafft. Ich meine, hier sind coole Sternbilder, aber ich weiß nicht, was man dafür machen muss. Die werden wir einfach nie machen wahrscheinlich. Aber guck mal, wenn ich jetzt schon Stufe 25 bin. Ich glaube, man kommt zu schnell die Stufen hoch, wenn man die ganzen Nebenquests macht. Und eigentlich gab es ja dann nur Stufe 40. Nee, bis Stufe 45 gab es. Und die Erweiterung ist dann 45 bis... Oder bis 40. Und dann ist die Erweiterung 40 bis 45 und 45 bis 55. Das ist doch bescheuert. Also ich glaube zwar, dass das richtig lange dauert, das Spiel, aber man ist halt so schnell schon so gut. Okay, ich verkacke trotzdem noch. Ich sollte nichts sagen. Ja, und ich sollte mein Pferd jetzt mal hier lassen. Und was halt auch cool ist, man kann so viel Inventar mitschleppen, wie man will. Man hat jetzt nicht die... war ich hier nicht schon? Genau, hier war ich. Warum gehe ich jetzt hier nochmal hin? Vor allen Dingen, wie dumm ist das denn? Ich bin hier extra schnell woanders hingereist, weil das so weit weg war. Und jetzt ist es wieder hier. Okay, hab den mit dem Attentat getötet. Cortesius Notizen. Er wird sich freuen, sie zu sehen. So, dann machen wir jetzt wieder schnell reisen. Wo ist dieser Cortes? Ja, dann gehen wir mal zu Sphinx. Da müssen wir nicht die ganze Zeit die Pyramide runtersliden. Und dann machen wir noch die tägliche Quest. Ja, okay, dann gehe ich halt hier durch. So wie es aussieht, ist das der direkte Weg. Oh, einmal möchte ich nach Ägypten, aber ich traue mich nicht im Moment. Aber trotzdem, irgendwann fahre ich da mal hin. Und, also so richtig nach Kairo. Sie ist kleiner als erwartet. Guck mir die Pyramiden in Gizeh an. Also ich möchte so das historische Ägypten sehen. Das aktuelle interessiert mich nicht so. Na gut, 2-3 Tage am Strand würde ich schon aushalten. Da wäre jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem. Man hört richtig, wie er schnurrt. Ich komme von oben angeflogen. Hi. Hey. Gute Neuigkeiten. Meine Notizen. Bei Zeus, das glaube ich nicht. Ich schulde dir mein Leben. Ist es vorbei? Sind die Banditen fort? Sie belästigen euch jetzt nicht mehr. Also hört ihr auf, Reisende niederzuschlagen. Sind das die Diebe? Oh, ruhig, mein Freund. Das war alles ein Missverständnis. Sie wurden gezwungen. Sie brauchen sicheres Geleit nach Memphis, oder? Ja,
Zurück zum Haus von Neff, zu all den anderen Kindern. Ich habe Memphis noch nicht kartiert. Das sollte mein nächster Halt sein. Kennst du den Weg? Nein, aber die kennen sich gut aus. Welch Glück! Na dann kommt mit. Memphis? Oh, natürlich. Danke. Oha, bitte nicht so intim. Kommt uns besuchen. Gucken wir doch mal, wo wir die tägliche Quest finden. Ja. Ja, dann schnell die Reisen hier hin. Ey, das hat jetzt aber schnell geladen, ne? Manchmal ist es schneller, manchmal ist es langsamer. Ganz ehrlich, wir gehen einmal, es interessiert mich jetzt einfach, wir gehen einmal zum Schmied und gucken, was es noch für Pferde gibt. Also eigentlich bin ich ja zufrieden mit dem, was ich habe. Hallo, mein Freund. Wie kann ich helfen? Sanfte Brise, Ruhmesglanz. Und was hab ich? Ich hab schwarzer Pfeil. Ja, ich nehm K. K ist schon cool. Den habe ich, glaube ich, gekauft, den anderen habe ich geschenkt bekommen. Ganz ehrlich, Reittiere interessieren mich gar nicht, also brauche ich eigentlich gar nicht. Was mich dann mehr interessiert, so Schmied, ein paar Sachen verkaufen. Können wir ja mal machen, bevor wir hier die tägliche Quest machen. Die auch ehrlich gesagt immer dieselbe ist. Kommst du zum Handeln? Was ist denn das Haar? Was heißt das Haar? Oder okay, das war ein Geschenk, aber was heißt das Haar? Nee, da muss ich erstmal nichts machen. Ich würde jetzt erstmal verkaufen. Das würde ich verkaufen. Ist gut. Das verkaufe ich, das verkaufe ich. Klingenzepter, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ist gut. Den kann ich verkaufen. Den kann ich verkaufen. Die Schilder will ich irgendwie behalten, dann verkaufe ich noch unnötige Sachen. Ist gut. So, jetzt aufrüsten. Was kann ich aufrüsten? Ich bin Stufe 25. Ja, das brauche ich nicht. So richtig später irgendwann mal auf. Meine Bögen vielleicht. Nö, alles gut. Ich lasse es erstmal so. Bis demnächst. Was auch immer mein Adler hier machte. Und jetzt gucken wir mal nach. Gibt es hier Anziehsachen? Gibt es hier irgendwo eine Nadel? Nee, weil ich habe jetzt im Endeffekt das Standardkostüm an. Mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes finde, was cool aussieht. Eigentlich will ich ja sowas Schwarzes, aber das wird es wahrscheinlich in einem warmen Land wie Ägypten nicht geben. Woran kann das liegen? Was eigentlich mit Assassin's Creed Valhalla? Das habe ich bei Steam noch nicht gesehen. Das würde ich gerne auch irgendwann haben. Also wenn ich das und dann das andere ausgespielt habe. Hey, Sunny, komm her! Ein Informant erzählte mir von einigen Grabräubern in der Nähe. Diese Maden bestehlen die Götter. Das müssen wir verhindern. Ah, der gute alte Antiquitätenschmuggel. Habe ich da noch nicht mehr gehabt. Gucken wir mal noch mal kurz beim Inventar. Was ich für Anziehsachen Möglichkeiten habe. Also eine Bart will ich nicht. Ah, cool, die sind neu. Ich glaube, das bedeutet, weil ich das gekauft habe. Das sieht aber nicht so cool aus. Das sieht ja schon am besten aus. Also das habe ich gekauft, weil es halt dunkel war. Ach, das sieht alles so... Nee, das ist schon gut, was ich anhab. Alle im Konvoi töten und das Artefakt bergen. Da ist ja mein treues Pferd. Das eigentlich schon tot sein müsste, so wie ich reite, aber naja, egal. Das finde ich halt, ist halt komplett anders als Skyrim, ne? Die Landschaft halt so voll warm. Aber finde ich auch nicht schlecht.
Gut, hab das Ziel lokalisiert. Der Typ ist gerade. Pferd lasse ich hier in Sicherheit. Entspanne ein bisschen. Mach, was Pferde so machen. Und was dann? Hey! Hey, Moment mal! Verschaffen Sie mehr Zeit! Ich muss mich verschwinden! Ey! Töte mich nicht! Ich hab voll Angst! Hier sind irgendwo Pfeile und ich weiß nicht wo! Ich werde einfach nur getötet! Ich werde gleich sterben. Ich bin gleich tot. Oh, jetzt sind auch noch viel Lackenkacke da in der Nähe. Komme ich ja gar nicht mit klar. Ich gehe einfach hier entspannen in der Palme. Hey, Achtung! Lass mich durch! Okay, ich sollte auch noch was an meiner Kampftechnik machen. Vor allen Dingen die Filaken da, die mich gerade extrem ankotzen. Ey, ich werde sowas von tot sein. Vor allen Dingen mit dem Typ da. Ich will hier einfach weg. Nein! Ja, toll. Aber wo hat er jetzt gespeichert? Oh, wo hat er jetzt gespeichert? Ich will es nicht wissen. Also ich will es schon wissen, aber kann noch nicht gut sein. Oh. Oh, oh. Gib den Weg frei! Attentat bei jemandem, der eh auf Boden liegt. Ist doch scheiße. Oh, jetzt sind schon wieder viel Lackenkacke da. Du bist am Ende! So, jetzt alle hier töten. Ja, für dich, nicht für mich. Hey. Ich will jetzt erstmal hier weg, mich aufladen. Dann gehe ich da eventuell nochmal rein. Hey. Okay, ich habe den Ort jetzt beendet. Aber ich habe die Quest noch nicht beendet. Also stelle ich mich gerade bescheuert an, oder? Was ist hier los? Ich hoffe halt, jetzt kommen nicht noch viel Jacken oder so eine Scheiße. Ich habe halt noch nicht den kompletten Konvoi getötet. Das heißt, hier sind irgendwo noch welche. Wie ist der Konvoi jetzt schon weg, oder was? Komm, wir klauen mal ein Pferd. Habe ich jetzt Bock drauf. Hallo, Pferd. Dann zerstöre ich nicht mein eigenes. Das ist der Hintergedanke. Wie ist jetzt der Konvoi einfach weitergezogen, während ich das gemacht habe? Oh, bitte Pferd, sterb jetzt nicht im Wasser, du schaffst das. Ja, ist gut so. Nein, 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 nicht Sperrgebiet. Wieso ist der Konvoi immer in dem Sperrgebiet? So, vielleicht will ich doch mal vom Pferd aus kämpfen können. Weg da! Mach mal langsam. Das ist doch scheiße, vom Pferd aus zu kämpfen. Das kann ich echt nicht. Ich möchte absteigen. Ah,
jetzt bin ich tot. Ey, was ist das hier heute für ein... Was ist das für ein Kackpart? Was ist das für eine Kacke? Okay, wartet mal. Ich kann mir Sachen basteln. Inventar. Okay, jetzt bin ich einfach... Oh, das sieht schön aus hier, diese Mondblumen. Eigentlich müssten die jetzt abfallen, weil ich da reingetrampelt bin. Du kannst sie nämlich noch nicht mal pflücken, ohne dass die abfallen. Und wenn du es geschafft hast, dann musst du die erstmal noch nach Hause transportieren. Dann fallen die eh ab. Also Mondblumen sind schön, aber irgendwie scheiße zu pflücken. Was ist, wenn man das Spiel richtig ausgespielt hat? Kann man dann nur noch Antiquitäten-Schmuckel machen? Per Osir. Wey, springe, springe. Jetzt gehe ich wieder durch diese schönen blauen Blumen. Irgendwie, diesmal ist die Quest echt schwer, sonst waren die eigentlich nie so schwer, diese täglichen Quests. Oder kann natürlich auch sein, dass ich mich heute bescheuert anstelle, also extrem dumm. Aber das will ich eigentlich heute noch schaffen. Kann ja nicht sein, dass ich das nicht schaffe. So. Ich kann jetzt Doppelattentat. Ich kann jetzt Doppelattentat. Hat leider nicht funktioniert, aber kann ich trotzdem eigentlich. Oh Scheiße, da ist irgendjemand mit einem Pfeil, der mich die ganze... Och, Manu. Ein Versuch noch, dann habe ich keine Lust mehr. Das ist jetzt der letzte Versuch. Jetzt habe ich das geschafft, oder was? Jetzt kann ich das... Oh, hier sind jetzt 1000 neue Quests. Da ist jetzt Reda. Leute, ich verstehe es nicht. Nehmen wir es einfach so hin. Wie ich das denn jetzt geschafft habe. Ich habe das überhaupt nicht eingesammelt. Mist, falsche Taste. Und ich habe noch nicht mal alles gesammelt. Egal, bringen wir das jetzt zu Reda, holen uns die ganzen Nebenquests und dann war es das für heute. Keine Ahnung, wann es mal in der Hauptquest weitergeht. Hier ist irgendwie immer genug zu tun. Memphis. Ah, cool. Ich bin endlich in Memphis. Ich sollte direkt mit Pascheremta sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Ja, nachher. Aber jetzt habe ich gerade eine andere Mission. Oh. Okay, das war einfach so dumm. Mein Pferd ist jetzt ersoffen. Ach, kennt es ja von mir. Ich behandle es ja immer scheiße. Ey, immer diesen direkten Weg zu nehmen, ist auch ziemlich dumm. Ganz ehrlich, Memphis sieht aus wie das übelste Ghetto ever. Ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Stadt super hässlich finde. Hier in dem Spiel. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ey, warum laufe ich hier lang? Ich bin so ein bescheuerter Hornochse. Ich meine ja, okay, ich entdecke hier gerade viele neue Orte, aber... Eigentlich... Nee, ich will euch jetzt auch nicht töten. Das ist gerade nicht meine Mission. Ich töte nur im äußersten Notfall. Okay,
Kann man noch mal schneller schwimmen? Oder ging das nicht und das war in einem anderen Spiel? Keine Ahnung. Einmal ganz kurz für mich. Memphis. Okay, kann ich schon hin mit meiner Stufe. Ist okay. Ich meine, ich bin ja auch schon höher die Stufe, als locker meine Hauptquests sind. Aber naja, egal. Ich weiß auch nicht, warum Reda plötzlich hier ist. Memphis. Eine schöne Stadt. Nein. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Ja, sie sieht auch so aus. Oder ein Grab. Aber ich dachte, Memphis ist so eine Stadt in den USA und es gibt ja so ein Lied, Walking in Memphis. Muss ich mal recherchieren. In den USA gibt es ja viele Städte, die es woanders auch gibt. Du hörst nie auf, mich zu überraschen, Bayek. Cool. Bläh, rotes Blut. Cool. Dann rüsten wir das doch mal aus, weil das sieht doch cool aus. Den werden wir los und nehmen den. Perfekt. Dann ist jetzt die Überlegung, was ist die nächste Mission? Ja, die sind zu hoch, ist ganz klar. Ah, neue Hauptquesten. Ach, das sind wahrscheinlich die ersten in den neuen Gebieten. Die Maske der Echse würde ich ja als nächstes machen, aber es gibt ja die Regel. Ja, das kriege ich nicht hin, das mit ihrem Stich. Dann haben wir 23, ja, dann müssen wir eine von denen machen, weil die sind ja erstmal 20. Fangen wir hiermit an. Das machen wir aber das nächste Mal, wir gucken jetzt nur eben... Ja, komm... Die müssen wir schon noch jetzt eingrasen, oder? Das heißt, wir in diesem Part hier holen wir uns jetzt eigentlich nur noch die Nebenquests ab. Und dann war's das. Und dann machen wir natürlich der Philosoph aus Versehen. Erreiche den Strand. Das machen wir dann. Ne, und die Reihenfolge ist ganz klar, ne? Wir machen einfach, machen die Quests mit der geringsten Stufe. Wenn die Hauptquest dann erst so spät kommt, kann ich auch nichts dafür. Ja, das ist ja dann auch nicht so schlimm. So. Sind wir eigentlich... Müsste der hier unten schon sein, ja? Springe ich mal hier runter. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Und hier. Ey, ich wollte... Ein Magi sollte aber schneller sein. Ja, sorry. Ein Magi sollte aber schneller sein. Ja, und du kleiner Kackbratz solltest... Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen. Mhm. Er weiß, wie man mit Kindern sprechen muss. Ein Magi sollte aber schneller sein. Ja, ich kann aber nicht schneller sein. Wie kann ein so kleines Kind so schnell rennen? Du Sau! Ey! Los, Magi! Schnapp sie! Wen denn? Die hier? Ey, du war doch nicht... Ich wollte mir doch nur eine Nebenquest abholen. Ja, mach du doch. Du bist ein... Schlag ihnen die Zähne aus! Wo sind denn hier noch Feinde? Ach, den da. Okay, okay, okay. Hab dich! Ich bin immer feste drauf! Du hast es Wow, jetzt hol ich mir die Nebenquest, oder was? Hast du mich hierher gebracht, um diese Banditen loszuwerden? Klar doch. Ich bin schrecklich schlau. Mhm. Das sagen alle. Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten.
und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Ach so, ich dachte, er stiehlt mir deine Äpfel, Schwester? Apfel. Kavit und ich Ifri. Wenn du sie findest, sag ihr, dass ich sauer bin. Okay. Gut, die nächsten Nebenquests holen wir uns später ab. Ich sag jetzt erstmal viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt macht und bis zum nächsten Mal. Ciao.